Kapitel 2 Der Geruch der Themse. Fortan trafen sie sich regelmäßig. Zuerst gingen sie in den Hyde Park, danach konnte Harry Draco dazu überreden, ins Kino mitzukommen und bot im Gegenzug an, Draco zu einem Musikauftritt in einer magischen Kneipe zu begleiten. Das war dann ihr viertes Date und zugleich die erste Verabredung, die sie in der magischen Welt hatten. Am Tag darauf waren sie auf dem Titelblatt zu sehen. Beide hatten es in den letzten Jahren häufig dorthin geschafft, denn Draco war als jüngster Todesser und erster öffentlich lebender, reinblütiger Schwuler bekannt und Harry war eben der Auserwählte. Doch es war das erste Mal, dass sie zu zweit auf der Titelseite waren. Harry verzichtete darauf, den Artikel zu lesen. Der Tagesprophet berichtete gerne über sein Liebesleben und angeblichen Bekannten und Harry wollte nicht, dass diese Sache mit Draco irgendwie verschmutzt wurde. Es war eine leise Sache, die sich da zwischen ihnen anbahnte und Harry war der Meinung, dass es niemanden etwas anging. Er hatte das Gefühl, vorsichtig damit umgehen zu müssen und entschied, dass er es gar nicht erst zwischen ihnen thematisieren würde. Obwohl sie sich außerhalb des Feldes trafen, kam Draco trotzdem noch häufig zum Training, schaute Harry beim Fliegen zu und wartete meist, bis Harry geduscht und sich umgezogen hatte. Manchmal gingen sie zusammen in den Biergarten, doch oft schlenderten sie einfach noch eine Weile über den Feldweg und apparierten dann getrennt in ihre jeweiligen Wohnungen. Da der Tagesprophet begonnen hatte, über sie zu berichten, sprach Hermine Harry natürlich darauf an, als sie sich wieder mal trafen, und wollte wissen, ob er mit Draco zusammen war. »Das kann man so nicht sagen«, antwortete Harry nachdenklich. Rose und Hugo sprangen um sie herum und waren ziemlich laut, was das Reden etwas schwierig machte, aber er war dennoch froh, dass es jemanden gab, mit dem er darüber sprechen konnte. Denn diese Sache mit Draco war nicht nur leise, sondern auch kompliziert. »Habt ihr euch geküsst?« erkundigte Hermine sich vorsichtig. Ihre Stimme klang sehr behutsam und sogar ein wenig besorgt. »Nein«, Harry zögerte. »Weißt du, obwohl diese Verabredungen ganz eindeutig romantischer Natur sind, würde es sich irgendwie nicht richtig anfühlen, ihn zu küssen.« »Warum nicht?« hakte Hermine nach und sah ihn neugierig an. »Das mit Draco ist anders«, versuchte Harry zu erklären. »Wie anders?« Nun sah Hermine ihn ratlos an. Zumindest glaubte Harry das. Ihr Gesichtsausdruck war komplex und nicht immer gut zu interpretieren für Harry. Obwohl Ron sich genauso für ihn interessierte, sah er meist sehr unbeteiligt aus, was es Harry aber meist leichter machte, weil er nicht groß überlegen musste. »Mir kommt es so vor, als wäre er sehr verletzlich, auch wenn er immer versucht, das zu verbergen. Ich glaube, sein letzter Freund hat ihm sehr wehgetan«, erklärte Harry und seufzte laut. »Ich habe immer den Eindruck, ich müsste vorsichtig sein, so als wäre er zerbrechlich oder so. Irgendwie komisch. Ich traue mich gar nichts, weil ich Angst habe, dass ich ihn damit verängstigen könnte.« »Das verstehe ich irgendwie nicht«, gab Hermine zu. Für eine Weile sah Harry den beiden Kindern zu und spielte an dem Verschluss seines Umhangs herum. Das Problem war, dass Draco so verschlossen war und Harry sich einfach nicht traute, ihn zu küssen oder ihn irgendwas zu fragen, was privater oder intimer Natur war. »Wenn du es nicht verstehst, dann versteht es keiner«, meinte Harry frustriert. »Er hat sich verändert, oder?« Hermine tätschelte seine Schulter. Harry nickte und biss sich auf die Lippe. Gerade als er den Mund aufmachen wollte, um Hermine weiter um Rat zu fragen, sprangen Rose und Hugo auf ihn zu und baten ihn, ihnen vorzulesen. Den beiden Kindern seiner besten Freunde konnte er nie eine Bitte abschlagen, weswegen er das Buch annahm, welches Rose ihm hinhielt. Nach einigen weiteren Dates war sich Harry gar nicht mehr so sicher, ob die Dates wirklich romantischer Natur waren. Vielleicht hatte er sich das alles nur eingebildet. Er war so vollkommen verunsichert, dass er die Verabredungen mit Draco nicht mehr genießen konnte.
Meistens sehnte er sich danach, Dracos Hand zu halten oder ihn einfach nur zu fragen, warum er denn nun nicht mehr als Tränkemeister arbeiten konnte. Doch es hielt ihn etwas davon ab. Ihm war klar, dass Draco sich von ihm entfernen würde, wenn er ihm nicht die Zeit geben würde. Irgendwas in ihm sagte ihm, dass Draco auf ihn zukommen müsste und nicht von Harry bedrängt werden wollte. »Du bist so still«, stellte Draco einige Wochen später bei einem Spaziergang fest, blieb stehen und starrte über die Themse. »Ich war in Gedanken«, entschuldigte Harry sich und hob ratlos die Schultern. Ständig war er am Grübeln und dachte darüber nach, ob er wohl Dracos Finger berühren durfte oder nicht. Ob etwas zwischen ihnen wachsen könnte oder eher nicht. Was passiert war, dass Draco nun so verändert war. Es war wirklich zum Verrücktwerden. »Wie wäre es, wenn wir uns hierher setzen?«, fragte Draco dann und blinzelte, als er gegen die Sonne sah. »Hier?«, fragte Harry erstaunt und drehte sich zu der Bank herum, auf die Draco zeigte. »Findest du diesen Ort wirklich toll?« »Du wolltest dich doch kurz an die Themse setzen«, Draco hob die Schultern. »Aber doch nicht hier«, energisch schüttelte Harry den Kopf. Vielleicht war dieses Date von Dracos Seite aus nicht romantischer Natur, aber dennoch würde er sich nicht mit Draco hierher setzen. »Riechst du das nicht?«, hakte er nach, als Draco ihn verwundert ansah. »Nein«, sagte Draco und griff in die Tasche, um eine Sonnenbrille herauszuziehen. Rasch setzte er sie auf und ging weiter. Vielleicht war Harry ein wenig unsensibel, aber selbst er wusste, dass Draco die Sonnenbrille nicht nur deswegen trug, weil er von der Sonne geblendet wurde. Ihm war etwas peinlich. So viel konnte Harry an seiner Gestik bereits entnehmen, auch wenn Draco für ihn immer noch ein Buch mit 7 Siegeln war. Schweigend liefen sie nebeneinander her, während Harry angestrengt darüber nachdachte, ob er etwas falsch gemacht hatte. »Können wir uns hierher setzen?«, fragte Draco schließlich nach einigen Minuten und zeigte auf eine weitere Bank. Seine Stimme klang ein wenig kratzig. »Hier ist es viel angenehmer«, meinte Harry und atmete tief ein. »Lass uns hier sitzen.« Auch nachdem sie sich gesetzt hatten, schwiegen sie. Diesmal war das Schweigen schwer und störend. Etwas, was zwischen ihnen stand, nahm viel zu viel Raum ein. Viel mehr als sonst. Und Harry hatte keine Ahnung, was es war. »Ich kann nichts riechen«, sagte Draco nach einer Weile. »Hier ist es ja auch nicht so schlimm wie drüben«, erwiderte Harry ein wenig überfordert. Es gab da so viele Dinge, die an Draco so schwer zu fassen waren. Einerseits war er so unnahbar, so verletzlich, aber dann wiederum so betont lässig. Sein Verhalten irritierte Harry so sehr, dass er überlegte, es einfach aufzugeben. Auf Dauer war es zu anstrengend. Besonders, wenn Draco schwierige Situationen damit umging, indem er Nichtigkeiten austauschen wollte. Wie das Wetter oder der Gestank der Themse in dieser Ecke. »Ich meine«, fauchte Draco plötzlich so verärgert, dass Harry sogar ein Stück von ihm wegrutschte, »dass ich nichts rieche. Nie, nirgendwo. Und ich schmecke auch nichts. Nur für den Fall, dass du dich mal wieder darüber wunderst, wieso ich mir bei der Eisdiele am Hyde Park nur Vanilleeis aussuche.« »Okay«, sagte Harry hastig und sah Draco stirnrunzelnd an. »Verstehst du, was ich damit sagen will?« Nun war die Stimme von Draco aufgekratzt und laut. »Nein«, gestand Harry. »Ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht.« Als sie zusammen Eis essen gewesen waren, war Draco fast explodiert, als Harry sich ein wenig darüber lustig gemacht hatte, dass Draco sich für 2 Kugeln Vanilleeis entschieden hatte, obwohl es so viele leckere, ausgefallene Sorten gegeben hatte. Dass Draco darauf wieder herumritt, war seltsam. »Es tut mir leid, dass ich damals gelacht habe. Jeder darf sich das nehmen, was er am liebsten mag.« Draco schüttelte den Kopf und seufzte leise. »Ich nehme die Vanille nicht, weil sie mir besonders gut schmeckt, sondern weil es mir egal ist, welche Sorte ich auf der Waffel habe. Eigentlich bedeutet mir Essen im Allgemeinen nichts mehr. Ich habe das Eis nur dir zuliebe genommen. Verstehst du?« »Nein, nicht wirklich«, gestand Harry leise.
Aufmerksam sah er Draco an, der seine Hände so fest zusammenpresste, dass die Haut über den Knöcheln gespannt und weiß war. Sein Kiefer vibrierte, weil er seinen Mund so fest zusammendrückte und seine Nasenflügel bebten. Schon in der Schule war Draco sehr schlank gewesen, doch jetzt als Erwachsener wirkte er noch dünner, fast sogar ein wenig zu schlank. Jetzt, wo er so angespannt war, fiel Harry erst auf, wie mager er wirklich war. Wieso bedeutete ihm Essen nichts mehr? »Warum erklärst du es mir nicht einfach?«, fragte er und hoffte, dass Draco die Ungeduld in seiner Stimme nicht wahrnehmen konnte. »Was soll ich dir denn da schon erklären?«, schnappte Draco. Nun war er so aufgeregt, dass seine Stimme fast eine Oktave nach unten sprang. Das Bedürfnis in Harry, Draco zu berühren, wurde nun übermächtig. Zu gerne hätte er seine Hand auf Dracos Finger gelegt und sie vorsichtig voneinander gelöst. Es war kaum zu ertragen, diese verkrampften Körper zu betrachten. Doch da er wusste, dass Draco wahrscheinlich panisch oder zornig reagieren würde, hielt er sich davon ab. Langsam hob er seine Oberschenkel und schob seine Hände darunter. »Bist du vielleicht erkältet oder hast du eine Allergie?«, erkundigte er sich und musterte Draco. »Nein«, knurrte Draco, »natürlich nicht. Wenn es so wäre, dann wäre ja alles in bester Ordnung, verdammt.« »Du kannst also nichts riechen und nichts schmecken und deswegen bedeutet dir Essen nichts mehr«, fasste Harry zusammen und runzelte die Stirn. »Warst du schon bei einem Heiler?« Ruckartig drehte Draco seinen Kopf und sah Harry an. Überraschung zierte sein Gesicht und für einen Moment entspannte sich sein Gesicht vollkommen, so als hätte er vergessen, dass er wütend war. »Bei einem Heiler?«, fragte er langsam, räusperte sich und langsam verzog sich sein Gesicht wieder zu der verkrampften Maske. »Warst du?«, fragte Harry, und diesmal gab er sich keine Mühe, die Ungeduld aus seiner Stimme zu entfernen. Immerhin konnte er nichts dazu, dass Draco nichts riechen konnte, und er fand es nicht fair, dass Draco ihm so sauer antwortete. »Ja, natürlich«, brummte Draco und verzog das Gesicht gequält. »Ich war 2 Wochen lang im St. Mungus und danach war ich regelmäßig dort. Was denkst du denn?« »Der Fluch!« Es war, als hätte jemand ein Lumos gesprochen und als würde Harry etwas sehen, was er die ganze Zeit gesucht hatte. »Du wurdest vor einem halben Jahr verflucht. Deswegen arbeitest du nicht mehr als Tränkemeister.« Das Gesicht von Draco spannte sich etwas weiter an, dann entglitten Draco die Gesichtszüge von einem Moment zum anderen. »Ja«, murmelte er. Das Einzige, was an ihm nun noch angestrengt wirkte, waren seine Hände. Ansonsten sah er fast entspannt aus, als ob er erleichtert wäre, darüber geredet zu haben. »Ist es eine dauerhafte Störung?«, erkundigte Harry sich leise, weil er Angst hatte, Draco gleich wieder wütend zu machen, wenn er zu aufdringlich wurde. »Ja«, flüsterte Draco. »Du meinst, es ist so, wie wenn andere Menschen blind oder taub werden?« Mit klopfendem Herzen spürte Draco, wie seine Finger zuckten. Alles in ihm schrie danach, Draco zu berühren. Doch dafür war jetzt noch nicht die Zeit. Ihm war vage bewusst, dass Draco weder Mitleid noch Trost in Form von Berührungen brauchte. Inzwischen vermutete Harry, dass Draco von seinem ehemaligen Lebenspartner wegen seiner Unfähigkeit zu riechen verlassen worden war, auch wenn das total seltsam klang. Wieso sollte das ein Grund für eine Trennung sein, wenn man vorher mehr als 10 Jahre zusammengelebt hatte? Doch das würde von der Zeit her passen, denn die beiden hatten die Trennung kurz nach Dracos Krankenhausaufenthalt bekannt gegeben. Und es würde auch Dracos abweisende Art erklären. »Nur dass es schlimmer ist, als wenn man taub oder blind ist«, sagte Draco mit dumpfer Stimme, die schmerzhaft nach Resignation klang. »Es gibt immer Dinge, die schlimmer sind. Trotzdem kann einem etwas große Schwierigkeiten machen. Es macht es nicht leichter zu ertragen, nur weil es noch schlimmer geht«, betonte Harry leise. »Und man darf dazu stehen, mit etwas nicht klarzukommen.« Überrascht sah Draco ihn an, dann schnaubte er. »Draco, lass uns einfach darüber reden«, schlug Harry eilig vor, denn er spürte, dass Draco ihm wieder entglitt. »Das ist wieder so typisch von dir«, knurrte Draco. Sein Körper war wieder angespannt, die Schultern nach vorne gebeugt, der Kiefer verkrampft. »Jeder sagt mir, ich soll mich nicht so anstellen, aber ausgerechnet du hast Verständnis.«
Enttäuscht schüttelte Harry den Kopf. Es ist doch egal, wie ich reagiere, oder? Du wirst es mir immer zum Vorwurf machen, egal was ich tue. Ich kann dir auch sagen, dass du dich nicht so anstellen sollst, wenn dir das lieber ist. Aber warum sollte ich das tun, wenn ich sehen kann, dass es dir offensichtlich Probleme bereitet? Nun schwieg Draco. Sein Körper war weiterhin starr und zusammengezogen. Wenn er so weitermachte, würde er am nächsten Tag Muskelkater bekommen. Spontan entschied Harry, Draco doch auszufragen. Er hatte ja doch nichts zu verlieren, denn bisher war er nicht wirklich weit bei Draco gekommen. Wie ist das, nichts riechen oder schmecken zu können? Mir ist erst aufgefallen, wie wichtig es für mich war, als ich es verloren hatte, sagte Draco leise und entspannte sich wieder ein wenig. Ich glaube, dass das leider häufiger so ist, entgegnete Harry und musterte Draco konzentriert. Dadurch, dass Draco nervös schluckte, hüpfte sein Adamsapfel auf und ab. Erneut fiel Harry auf, wie dünn er eigentlich war. Selten hatte er bei einem Mann den Adamsapfel so ausgeprägt gesehen. Wir kennen den Wert von etwas erst, wenn es weg ist. Leidest du unter Appetitlosigkeit? Hast du nach dem Angriff viel abgenommen? Die Lippen von Draco kräuselten sich. Nur ein wenig, aber dennoch wusste Harry, dass Draco kurz davor gewesen war, zu grinsen. Nein, meinte er dann in der Malfoy-typischen Art und Weise. Seit ich nichts mehr schmecke, schmeckt mir das Essen so gut, dass ich kaum noch aufhören kann zu essen. Ja, blöde Frage, gab Harry zu. Sehr blöde Frage, bestätigte Draco, und diesmal grinste er wirklich ein wenig. Vorsichtig hob Harry die Hand und legte sie auf Dracos Finger. Dabei ließ er Dracos Gesicht nie aus den Augen. Langsam löste er die Finger voneinander und streckte und dehnte sie, bevor er sie mit seinen Fingern verflocht. Sie waren nur einige Minuten lang in einer verkrümmten Form gelegen und taten Draco vielleicht sogar weh. Gerne hätte Harry gefragt, ob die langjährige Beziehung von Draco wirklich deswegen in die Brüche gegangen war, aber er wollte den Moment nicht stören. »Kannst du dir vorstellen, wie es ist, ohne Geruchssinn zu leben?« fragte Draco und drückte Harrys Hand. Eine Erwiderung von Harrys Berührung, mit der er nicht gerechnet hatte. »Sag du es mir«, bat Harry. »Weißt du, mir erscheint alles so fade«, erklärte Draco und sah nach oben. »Irgendwie blasser als sonst, obwohl es noch genauso farbig ist wie vorher. Aber irgendetwas fehlt.« Langsam drehte er den Kopf und starrte Harry in die Augen. Das war der Moment, in dem Harry klar wurde, dass zwischen ihnen etwas in Ordnung kam. Mit Sicherheit würde Draco ihm nicht gleich vertrauen, aber sie waren auf dem richtigen Weg. Es fühlte sich richtig an, Draco zu küssen, auch wenn Harrys Verstand ihm sagte, dass es dafür zu früh war. Sein Herz sehnte sich schon seit einiger Zeit danach. Vorsichtig löste Harry ihre Finger und legte seine Hand auf Dracos Wange. Während er Dracos Gesicht zu sich heranzog, starrte er ihm in die Augen. Graue Augen, die nervös hin und her zuckten. Auch als ihre Lippen einander berührten, behielt Harry die Augen offen. Genauso wie es auch Draco tat. Obwohl Draco nervös war, entspannte er sich durch den Kuss endgültig, und als er die Augen schloss, wusste Harry, dass er seine ebenfalls schließen durfte. Als Draco den Mund öffnete und Harry seine Zunge behutsam in seinen Mund gleiten ließ, nahm er den Geschmack nach Bananen wahr. Bananen, die Draco gegessen hatte, die für ihn aber nicht nach Bananen geschmeckt hatten. Das Letzte, woran Harry dachte, bevor Draco den Kuss intensivierte und Harry nicht mehr fähig war zu denken, war, dass er hoffte, dass es Draco nicht stören würde, dass er nicht wissen konnte, wie Harry schmeckte.